einen Stahlhelm drauf. Was ein Ding. Nein! Oh. Nee, hier. Oh! Oh! Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem YouTube-Kanal German Treasure Hunter. Und ich bin wieder unterwegs mit dem Metalldetektor zu einem neuen Suchauftrag. Heute könnte es wirklich richtig, richtig spannend werden. Ich bin nämlich angeschrieben worden von einem Zuschauer. Der hat vor kurzem ein etwas älteres Haus gekauft. Und jetzt kommt's, bei Gesprächen mit den Voreigentümern kam so ein bisschen der Eindruck auf, da könnte durchaus was vergraben worden sein, und zwar im Garten. Wir sind also vielleicht einem neuen Schatz auf der Spur. Ich bin mal gespannt, was da heute so passiert. Bin auf jeden Fall schon echt aufgeregt, weil es kann alles passieren in diesem Garten, bei diesem Suchauftrag. Von daher freue ich mich mega, euch da heute mitzunehmen, ein neues Video da entstehen zu lassen. Das wird richtig, richtig cool. Wir starten sofort durch. Ein Dank geht noch schnell an meinen Sponsor, an Rameda. Wenn ihr was braucht in Richtung Anhängerkupplung, Dachgepäckträger, so wie ich, seid ihr da genau richtig. Und wir starten jetzt durch in ein neues Abenteuer. Gibt's den Schatz? Oder vielleicht sogar noch was viel Krasseres, kann ja alles Mögliche da passieren. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei und wir starten durch. Ab die Post, los geht's. In diesem Video gehe ich endlich mal wieder einem spannenden Suchauftrag nach und hoffe wie immer auf den großen Schatz. Mit der kleinen Suchspule für den Legend kann auch bei viel Schrott im Boden sehr gut zwischen guten und schlechten Signalen unterschieden werden und in so manchem Garten liegt mehr Schrott, als man glaubt. Genau das macht Hoffnung, den großen Schatz zu finden, wenn er denn da ist. Ob etwas an der Vermutung dran ist oder nicht und welche Überraschungen der verwunschene Garten noch zu bieten hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Schönstes Wetter haben wir. Erstes Signal kommt rein mit 38. 40, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, haben wir schon zu tief gegraben tatsächlich. Das ist die Schaufel. Hier oben muss es sein. Ja. In meiner Hand. Was ist das erste Signal? Eine Patrone aus dem Zweiten Weltkrieg, die offensichtlich jemand getroffen hat oder etwas getroffen hat. Oh, wenn das das erste Signal ist, dann wird es aber lustig hier. Okay. Ja, Freunde, wenn direkt das erste Signal sowas ist, dann sollte man direkt hellhörig werden. Ich habe mir schon gedacht, wie es weitergeht und ja, was gleich noch kommt, ist wirklich heftig. Hier seht ihr mal, es kamen noch mehrere von den Projektilen, alles K98 würde ich meinen. Also hier wurde ordentlich geballert, wie ich immer so schön sage. Das heißt, hier war irgendwas im Krieg. Es muss irgendwas passiert sein auf diesem Grundstück in diesem Garten. Und was genau passiert ist, das schlüsseln wir natürlich heute hier in diesem Video noch auf. Und wir werden das wirklich an vielen interessanten Funden demonstrieren können. Also bleibt dran, drückt den Like-Button für den Algorithmus und es geht weiter. Hier ist das nächste Signal. 35 ist der Leitwert. Glatt. Das ist immer gut, wenn die Zahl sich nicht verändert. Sehr gut, nach wie vor 35 und es ist draußen. Das ist schon mal schön. Aha. Ist es in meiner Hand? Das ist die erste Münze, oder? Sieht so aus. Was ist das? Es ist ein Pfennig und ich tippe mal darauf, dass auf der Rückseite ein Reichsadler ist. Ja, das ist aus der Kriegszeit. Zweiter Fund auch wieder. Zweiter Weltkrieg. Interessant. Interessante Fläche ist das hier.
Hier haben wir den nächsten Fund aus der Kriegszeit, nur wenige Meter weiter. Wer weiß, was da passiert ist. Wir schauen mal schnell drauf. Es ist ein Reichspfennig und der ist aus Zink. Die Rückseite ist platt. Auf der Rückseite, da wo der Reichsadler drauf ist, da steht auch das Herstellungsjahr. Das wissen wir aber auch anhand der Münze selber. Material kann man nämlich ausmachen, von wann die Münze ist. Und zwar wurde das Ganze 1939 zu Kriegsbeginn umgestellt. Vorher gab es die Reichspfennige aus Kupfer. Kupfer wurde aber dann gebraucht für die Rüstungsindustrie und man hat diese Münzen dann aus Zink hergestellt, weil das deutlich billiger auch war. Und das Material sieht aber auch dementsprechend dann halt auch aus nach 80 Jahren. Aber ein weiteres Indiz für die Geschehnisse in diesem Garten im Zweiten Weltkrieg und es wird noch einiges folgen, von daher bleibt dabei. Hier ist jetzt ein 43er, geht hoch auf 46, 47. Also irgendwas Cooles muss da sein. Und wir schauen mal nach unserem Signal. Da ist es. Oh, 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 oh. Oh, 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 was ist das? Das ist nicht ernsthaft ein Ring. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein Goldring. Es ist Gold. Ich raste aus. Ich raste aus. Es ist ein Goldring, Alter. Das darf nicht wahr sein. Da ist sogar was drauf. Oh mein Gott. Naja, aber doch kein Gold. Schade. Schade. Ich dachte gerade, es sah wirklich im ersten Moment aus wie ein Goldring. Ein Ring ist es auf jeden Fall. Und da war mal ein Steinchen drin. Ist die Frage, was für einer es war. Vermutlich von einem Kind irgendwie, irgendwas. Ich mach's mal sauber und zeig's euch. Erster Ring. Geil. Hier der Ring einer, ja, Lady würde ich mal meinen. Für meine Wurstfinger ist er ein bisschen zu klein. Für einen Kinderring ist er aber auch zu groß wiederum. Ich habe nach einer Punze gesucht, also nach dem Stempel im Ring, aber leider keinen gefunden. Es ist zwar ein ordentliches Material, aber was wirklich Teures ist es nicht, auch wenn oben ein Steinchen drin eingelassen war. Und ja, vielleicht kann es auch sein, dass das später verloren gegangen ist und nicht in die Kriegszeit zuzuordnen ist und darum machen wir weiter mit dem nächsten. Und das kann man sowas von fett in die Kriegszeit reinschieben, was die Datierung angeht. Es steht nämlich drauf. Hier, 45, unter der Wäscheleine hier, was hier wohl liegt. Ja, klingt nicht schlecht. Es ist draußen, 30er Dreifährt. Boah, ist das windig heute. Mal eben noch schönen Sonnenschein. Was ist das, bitteschön? Was ist das? Eine Decke oder was? Oh, es steht was drauf. Remove before. Könnte von einer Granate sein. Removed before firing. Das ist irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Verschlusskappe von irgendeinem Geschoss, Granate, sowas in die Richtung. Interessant. Removed before firing. Genau das steht hier drauf, damit auch jeder Depp wusste, das muss ich vorher abschrauben, damit ich das große Teil, wo das drauf ist, dann verschießen kann. Was ist es gewesen? Eine Schutzkappe für einen britischen Mörser. Wir schauen mal schnell auf Wikipedia. Da seht ihr den Mörser, von dem das hier stammt. Und der Mörser, das ist so ein Rohr, das konnte man schnell aufstellen. Und damit konnte man Granaten verschießen bis zu 2 Kilometer weit. Das kam also oben in das Rohr, hat man die Mörsergranate reinfallen lassen und fupp, wurde das automatisch dann verschossen und hatte einen Aufschlagszünder. Dieser war zum Transport gesichert und zwar mit exakt dieser Schutzkappe. Und wir springen mal schnell auf
mjlmilitaria.com. Dort habe ich wirklich genau das Teil gefunden. Hier sehen wir die britische Mörsergranate, 3 Inch ist es, glaube ich. Und vorne sehen wir auch die Schutzkappe auf dem Aufschlagszünder. Die musste man removen, bevor man das Ganze verfeuert hat, also verschossen hat. Und ja, hier sehen wir nochmal exakt diese Kappe, wo auch drauf steht, remove before firing. Also wissen wir anhand dieses kleinen Fundes, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg hier auf diesem Garten gewesen sind und haben dort einen Mörser aufgebaut und damit auch Mörsergranaten verschossen, vermutlich um hier das Dorf anzugreifen. Und so ein kleines Stück erzählt wirklich so eine krasse Geschichte. Das finde ich immer wieder erstaunlich, was uns so Kleinigkeiten doch erzählen können. Auch wenn natürlich alles ja bekannt ist, logischerweise. Aber sowas dann in seinem eigenen Garten zu finden, erzählt ja auch eine Geschichte. Genau das finde ich immer wieder super spannend. Und wir haben noch einiges mehr für euch. Von daher geht's weiter. Das kommt richtig schön reingeknallt hier. 41. Ich glaube, das kriegen wir mit dem Messer raus. Dürfte nicht allzu tief fliegen. Mal gucken. Ja. Und jetzt muss es nur noch was Schönes sein. Das würde ich mir wünschen. Was mit dem Moos hier? Ist ja so. Scheint tiefer als gedacht. Ne, hier. Oh, oh. Ist das von einer Taschenuhr oder was ist das? Oh Gott. Ist das von einer Taschenuhr? Wow. Das ist ja interessant. Ist nur die Frage, ob irgendwas Schönes draufsteht. Das ist ja cool. Das ist ja nice. Aber die Abdeckung hier vorne fehlt. Wir lassen das mal so, wie es ist. Schwenken wir jetzt nochmal drüber. Nicht, dass hier noch der Rest irgendwo rumliegt von der Taschenuhr. Zunächst mal, eine Taschenuhr war früher ein Statussymbol. Diese, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, ist so um das 19. Jahrhundert rum. Und also ganz schön alt auch, aber es war, wie gesagt, ein Statussymbol, so wie heute Porsche fahren. Allerdings muss man hier sagen, es war nur eher der Maurer Porsche, der 924er, früher in den 90ern, so hat man den kleinen Porsche genannt. Denn diese Taschenuhr war nicht aus Silber, sondern war nur versilbert. Silber war natürlich das Ultimative. Wir schauen mal eben drauf, denn wir können noch was Interessantes sehen, ein interessantes Detail. Woher kommt die Uhr? Gehört sie zu den britischen Soldaten? Ich glaube nicht, denn wir sehen hier eindeutig Caesar Veni Vidi Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Das kennt man ja, diesen Ausspruch von Caesar. Und die Uhr kommt, um genau zu sein, mit dieser Punze aus der Schweiz. Und der Hersteller ist Armand Schwab und Fréré. Habe ich im Internet gegoogelt. Die Webseite ist leider Copyright geschützt, kann ich euch nicht zeigen, aber ihr könnt mir glauben oder könnt es gerne auch nachrecherchieren. Einfach eingeben, Taschenuhr, Punze und dann, was wir da drin halt eben sehen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Gehört nicht zu den britischen Soldaten. Ich würde mal fast vermuten, dass die Uhr hier zu einem der deutschen Soldaten gehört hat. Und wir werden noch weitere Indizien für diesen Kriegsschauplatz hier aus dem Boden holen. Also weiter. Ich bin noch immer unter der Wäscheleine. Und hier ist nochmal ein schönes, knackiges 44er Signal. Das will ich sehen. Ich meine, ich sehe schon irgendwas. Ist irgendwas Rundes hier. Wenn es das ist, könnte es das sein. Oha! 19. Jahrhundert. Von einem kaiserlichen Koppelschloss, würde ich meinen. Oder Erster Weltkrieg. Kann auch Erster Weltkrieg sein. Oha! Erster Weltkrieg, Leute. Oder Zweiter? Erster oder Zweiter Weltkrieg? Das ist ja krass. Es ist sogar ein Stahlhelm drauf. Es ist ein Stahlhelm drauf. Was ein Ding. Boah, wie interessant hier.
Ein Koppelhaken. Was war das? Das war Teil einer Uniformjacke. Es war also vernäht. Darum sieht man auch diese Löcher hier. Dann konnte man was einhaken und zum Beispiel eine Koppel. Die Koppel war so das Gestell, was die Soldaten hatten. Hier so Leder, da hingen so Taschen dran und so. Das nur kurz erklärt. Was haben wir jetzt hier von Koppelhaken? Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, um genau zu sein 1918, wurde der Stahlhelmbund der Frontsoldaten gegründet und der wurde bis 1933 geführt. Was waren das für Leute? Das waren ehemalige Frontsoldaten, die zurückgekommen sind. Und man muss wirklich das ganz klar benennen, das waren schon ziemliche Hardcore-Nazis tatsächlich. Und das nur zur Erklärung. Hier seht ihr auch mal nochmal ein Bild auf Wikipedia. Da sieht man auch die Koppel an der Uniform, also diese Lederriemen da überall. Um das zu fixieren, gab es halt diese Koppelhaken und der Bund Stahlhelm. Das war schon eine üble Truppe. Das muss man einfach so stehen lassen. Aber natürlich ist es trotzdem auch hier wieder ein kleiner Zeitzeuge aus der Zeit. Und da kann man auch so grob erahnen, wer da gewesen ist. Und was da passiert ist. Wir machen weiter mit dem Nächsten. Jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Was kommt als Nächstes? Oh ja, ein Traumfund. So, Freunde, hier heißt es nicht etwa ab durch die Hecke. Nein, das heißt, nächstes Signal, 34 ist der Leitwert. Und es ist sehr konstant und tief. Heißt also, rausholen. Wo ist es? Sieht irgendwer irgendwas? Gut. Oh! Es ist eine Münze. Der ist ja schön. Der ist ja wunderbar. Wunderbar. 5 Mark. Ja, die finde ich halt immer super, super gerne. Es sind 5 Mark und die Münze, schauen wir mal schnell drauf. Für mich, da kommen sofort, mein Herz, das rast sofort. Das war so toll, die Zeit, die D-Mark-Zeit. Man hatte wirklich was von diesem Geld. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dabei wart, wie ihr das empfunden habt. Ich will mal kurz ein Beispiel aufmachen. Für mich hat es sich damals so angefühlt mit einem Fünfer. Da konntest du in den Kiosk gehen, konntest Fett einkaufen, Zeitungen, Tüte, Cola, Chips, bist raus und hast immer noch 2 Mark in der Tasche, so ungefähr. Aber mal ein wirklich krasses Beispiel jetzt, passt auf. Und zwar 5 D-Mark, umgerechnet in Euro wäre das ungefähr 2,50 €. Ich springe mal zurück, so Mitte der 80er, 1986 hat der Benzinpreis bei einer D-Mark gelegen. Das heißt, für diese 5 Mark, für diese eine Münze, konnte ich 5 Liter Benzin in mein Auto tanken. Jetzt rechnen wir mal um. In Euro sind es 2,50 €. Der aktuelle Benzinpreis liegt, ich habe gestern getankt, bei etwas über 1,70 €. Das heißt, für diese Münze heute könnte ich gerade mal 1,5 Liter nur tanken. Also 3,5 Liter weniger. Ich würde meinen, das nennt sich Inflation, wenn ich das so richtig rübergebracht habe. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Trotzdem war es eine schöne Zeit. Ich dachte mir, ein nettes Rechenbeispiel können wir auch mal anstreben hier. Und jetzt geht's weiter mit einem Fund, den ich nicht hier auf dem Tisch habe, weil der war wieder scharf. Das knallt richtig rein hier. Richtig heftig. 32er Leitwert. Was wird das wohl sein? Scharfe Munition, würde ich fast meinen. Nicht, weil es so knallt, sondern naja, doch auch. Mal gucken, wie tief. Ungefähr hier. Da müssen wir hin. Und mit dem Messer kommen wir, glaube ich, schneller dran. So, okay. Dann schauen wir mal. Da ist irgendwas. Scharfe Munition, was habe ich gesagt? Tatsache. Ja. Ach, das mit diesem langen Geschoss, das kommt mir auch bekannt vor. Und das natürlich bitte nicht mit nach Hause nehmen, Freunde. Ihr wisst Bescheid.
Die Munition, die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ganz klare Sache, denn sie war offiziell noch scharf. Was ist es nun für eine Patrone, die wir da gefunden haben? Schauen wir mal eben auf Wikipedia. Kaliber 303 ist unter anderem britisch, wurde aber auch von den Kanadiern benutzt, die ja auch hier mit in Europa mitgekämpft haben, meist mit den Briten. Und da gab es eine spezielle Munition, die sehen wir hier auch mal auf Wikipedia. Und das waren die Projektile, die sich deformiert haben, also beziehungsweise die sind beim Aufprall, haben die sich verformt, wurden größer und haben somit viel, viel größere und fiese Wunden beim Gegner verursacht. Die sollten den Gegner prompt stoppen und nicht einfach nur einen glatten Durchschuss verursachen. Das war so eine richtig fiese Sache. Ein weiteres Indiz für britische Truppen hier in dem Garten. Vielleicht waren aber auch die Kanadier mit dabei. Und jetzt haben wir noch ein Fund. Mir bleibt das Herz stehen. Das war unglaublich. Hier, richtig gutes Signal. 46 und eine gute Tiefe. Könnte was Schönes sein. Schauen wir mal. Wunderbar. Wir liegen genau richtig mit der Einschätzung der Tiefe hier. War so auf gut 15 cm. Und was ist das? Nein! Oh Gott! Nein! Es ist ein Sniper-Abzeichen, oder? Ja, ich glaube, es ist dieses Rifle-Abzeichen. Es ist das. Das ist dieses Sniper-Abzeichen, dieses Rifle-Abzeichen. Oh Gott! Oh mein Gott, ist das krass! Junge, leck mich! No way! No way! Yes! Yes! Da ist es, auf dem Tisch. Es ist aus Sterling-Silber. Darum ist es auch so gut erhalten. Schauen wir eben drauf. Und zwar seht ihr hier das Abzeichen mal im Detail. Es ist ein Schützen- oder Schießabzeichen, wenn man so will, von der US Army. Habe ich auch gefunden auf Wikipedia, auf der englischen Variante. Da sehen wir auch ganz schön die unterschiedlichen Bezeichnungen. Und da sehen wir auch tatsächlich, dass es nicht nur dieses normale Rifle-Abzeichen, sondern dass es tatsächlich ein Sniper-Abzeichen ist. Also es war auch ein Sniper der US Army hier mit dabei, um wahrscheinlich den Ort zu erobern, zu befreien, um es so auszudrücken. Und das finde ich halt wirklich unglaublich. Aber dadurch, dass es aus Silber ist, ist es halt eben so top erhalten. Ich habe es übrigens sofort erkannt, weil der liebe Jan hat es damals, glaube ich, gefunden. Schöne Grüße an ihn. Das war das Video, wo wir in Bayern waren. Das war auch nicht schlecht. Schaut da gerne mal vorbei, falls euch direkt für ein weiteres Video von mir interessiert. Und das ist halt wirklich ein Traumfund. Man muss dazu sagen, das wurde mit einer Nadel, ich zeige mal die Rückseite, hinten an der Uniform befestigt. Und dann konnte man unter anderem darunter, da sind noch so zwei Ösen, die zeige ich euch auch mal, konnte man noch zusätzliche Erweiterung auf dieses Abzeichen dann noch erwerben. Zum Beispiel auch für Granatwerfen und so weiter, Rifle etc. etc. Also wirklich ein Traumfund. Ich bin total happy, dass ich dem Eigentümer des Grundstücks, dem ich hier nochmal ganz herzlich danke, dass ich das behalten darf und den Rest, ich glaube den Fünfer, den mache ich ihm fertig. Der könnte ihm noch gefallen. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, seid so gut und lasst gerne ein Like hier unter dem Video. Gerne auch einen Kommentar, lasst uns ein bisschen diskutieren. Ein Dank geht noch an meinen Sponsor, an Rameda, der mich auch finanziell unterstützt. Gott sei Dank, ich brauche irgendwo Leute, die mich unterstützen, weil ich unglaublich viel fahre. Ich muss schon wieder in Inspektion mit dem Audi, sind schon wieder 800 € weg. Und es ist nur der kleinste, den es gibt. Naja, anyway. So, liebe Freunde, ein paar Outtakes für euch und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein kostenloses Abo hier, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee, das ist eine moderne Zeltöse. Hier hat auch mehr gezeltet. Wunderbar. Hoffentlich kommt es nicht gleich hier als nächstes. Flaschenverschlüsse, Jägermeister, was weiß ich was.
A few moments later. What is it? Jägermeister? Eiskalt genießen oder so ein Spruch steht da drauf. Ja, ja, klar. Das deformierte Projektil. Ja, wo ist es denn? Noch in meiner Fundtasche, ich Idiot. Oh. Das ist noch unten. Jetzt so eine schöne Schachtel voll mit Krügerrand. 12 seconds later. Mein Krügerrand hat sich soeben in einen Granatsplitter verwandelt in Form eines Führungsrings. Artilleriegeschoss, na doll.